Da sind wir wieder im Studio. An dem Abend, wo es losgegangen ist in der National League, der Tag, den wir mit so grosser Spannung erwartet haben. Und jetzt im Pack and Goal hinten raus schauen wir uns die Szenen an, die wichtig sind. Alles das, was man morgen muss wissen, wenn man ins Büro geht. Und da wird natürlich zum Beispiel auch über Zuschauerzahl diskutiert. Jetzt, wo die Fans wieder rein dürfen mit GGG. 12.700 in Bern. Ueli? Das ist für mich eher ein bisschen enttäuschend, aber nicht unerwartet, weil es ist plötzlich Sommerwetter draussen, das ist sicher ein Punkt, und es wird ganz viele Leute halt gleich noch sagen, ich will zuerst mal ein bisschen schauen, wie das geht. Mhm. Aber ein Zeringer Derby nach so langer Zeit ohne Zuschauer habe ich mehr erwartet als 12.7. Ja, die anderen Stadien, wenn wir schauen, Zug haben wir 5.326, ZSC 6.882 und Aschua bei unserem Hauptspiel, aber da sind wir gerade noch mal zu Zug, wo wir auch den Gästensektor gesehen haben, gut gefühlt war. Aschua 3-3-25. Also, die Leute sind gekommen, vielleicht noch ein bisschen vorsichtig im Moment. Aber die Stimmung, die haben wir schon extrem genossen. Also, es war wirklich wie von 0 auf 100. Wie ist dir gegangen? Ja, ich glaube, bei uns auf dem Eis ist jedermanns Göckel mehr auf der Tribüne, ist ein Positiver, oder? Ja. Und darum, nein, ich habe das Gefühl, es ist super, was jetzt wieder losgeht. Wir müssen, wie gesagt, den Leuten glaube ich, auch noch ein bisschen Kredit geben oder respektive ein paar Spiele geben, bis sie wirklich sehen, okay, Hockey-Time. Und alles läuft, wie es sollte. Und dann kommen die Leute auch ein bisschen mehr. Ja, es hat sehr Lust gemacht auf mehr Sommerwetter hin oder her. Hey, Party, die geht ab im Stadion definitiv. Und wenn man so Spieler dann hat wie der Gaëtan Haas, der das erste Goal geschossen hat in unserem Hauptspiel. Powerplay, Aschwan, dann jetzt gekehrt, Ueli. Ja, macht hinten eine sehr gute Aktion mit dem Stock. Jetzt 2 gegen 1, Rajelat macht viel Druck aufs Goal. Daneben kommt der Gaëtan Haas ein bisschen viel Gap vom Lodyk. Und was er natürlich hier aufführt, das ist ganz grosse Klasse. Ein super satter Schuss, den der Goalie nicht mehr sehen kann. Ist wirklich, da sieht man, warum er in NHL gespielt hat. Und für diese Aktionen haben wir ihn geholt. Ich habe Anfang Sendung heute gesagt, er ist für uns der Erstlinie-Center. Und für uns ist das wie ein Ausländer, wenn er bei uns spielen kann. Und hat sehr schönes Goal. Ausländer könnten ihr ja einen holen. Wir haben noch eine Karte. Ja, verrückt, offen. Oder? Wegen Janis Moser haben wir jetzt auch noch dort eine Karte zu gut. Ja, das könnten wir noch, das ist richtig. Wir sind ja am Schauen, was sich auf dem Markt im Moment tut. Aber ich glaube, da haben wir nicht gesprengt. Hast du noch einen auf Lager gerade? Hast du gehört, was er gesagt hat? Das Spitz ist gerade Tore, gell? Ich bin schon informiert, musst keine Angst haben. Um die anderen machen wir nie Angst. Ja. Kommen wir doch ins nächste Goal an. Schön von Fabio Hofer. Wenn sie den Trippel können und laufen, dann können sie es. Er knüpft dort an, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Oder? Da sicher ein bisschen Abstimmungsfehler in der Verteidigung. Neutrale Zone kommen jetzt dort ein bisschen durch Butter. Aber nachher ist er einfach eiskalt vor dem Goal. Dort weiss er, was er machen muss. Er nutzt seine Schnelligkeit aus, kommt weg von der Dice und nachher dann einen schönen Backhand-Vorhand über den Schoner. Thanks for coming. Ja, das hat es gut ausgesehen für Biel, aber es ist dann nicht ein Selbstläufer geworden. Bulli-Goal kann man sagen. Bitters Bulli, das man da verliert aus Bieler Sicht. Und der Daniel Eigenmann trifft das erste Mal in der National League. Das war ein super Schuss gewesen. Schon sehr schnell ausgeführt das Bulli gewesen. Das hat Aschwa sehr gut gespielt. Aber ich denke, in den letzten 2 Minuten das Bulli clean verlieren im eigenen Drittel, das sollte nicht passieren. Ja, ist dann aber nichts passiert. Hätte dann einen Empty-Netter gegeben. Biel holt sich die 3 Auswärtspunkte, gewinnt heute Abend in Aschwa. Und dann nimmt es auch natürlich Wunder, wenn man das aus Aschwa-Sicht erlebt hat, jetzt der erste Match wieder auf der ganz grossen Bühne im Schweizer Hockey. Der Matthias Jocchi war beim Intro beim Gabriel Gasser. Matthias Jocchi, der hat 1-3 verloren gegen den AC Biel, gegen euren ehemaligen Club, den ihr früher auch gespielt habt. Warum hat es heute Abend nicht gelangt? Hier haben wir gut angefangen, aber schlussendlich glaube ich, die Chancenauswertung. Und die einfachen Spielzüge, wir haben zu viele Fehler gemacht, einfache Fehler gemacht, haben ihnen somit gute Chancen gegeben. Und schlussendlich, ja, Chancenauswertung waren sie halt einfach ein bisschen besser als wir. Haben wir am Schluss vielleicht auch ein bisschen gemerkt, dass eben Kader Teufel nicht da ist, dass die Quebecois plötzlich müde geworden. Ja, ich glaube, wenn man die Qualität von ihrem Team oder die Teufel anschaut, von ihrem Team, ist auch schon etwas anderes als bei uns. Vor allem im ersten Drittel, muss ich zwar sagen, haben sie ein paar wirklich gute Chancen gehabt, wo der Team uns gerettet hat. Handkrum, ja, wir haben uns teuer verkauft heute und wir müssen auf dem aufbauen und einfach weitergehen. Und sind wir ehrlich, geil, dass Fans heute da sind. Ja, ich glaube, es ist für jeden die Atmosphäre heute. Wir haben es vermisst, wirklich vermisst. Und es ist so schön, dass die Leute wieder da sind. Es hat wirklich kribbelt vor dem Match, wo wir hier aufs Feld sind.
Und wir freuen uns, dass es hoffentlich noch lange so bleibt. Merci, Matthias. Merci. Ja, man hört schon, so wie er redet, die Erfahrung, die ist wichtig für das Team wie Aschua. Eine wie er, der schon alles erlebt hat in der National League. Ja, sicher. Er sagt sehr gut. Oder? Sie haben sich überhaupt gut verkauft. Oder? Sie haben eigentlich, ich würde sagen, 50 Minuten super gut mitgespielt. Ein bisschen weniger Glück gehabt, ein, zwei Fehler zu viel. Und ist halt eben National League. Das wird zum Teil daneben ausgenutzt. Ja, und der Sieg der geht an Biel. Und der Trainer, der Antti Törmänen, der hat heute auch seine Rückkehr gefeiert als Coach in der National League. Und ja, da bin ich gespannt, was er gesagt hat nach dem Match heute Abend im Jura. Jetzt kommt er. Antti Törmänen, first win of the new season. What was key to this victory tonight? Yeah, I think in the end our PK was pretty good. Of course, it shouldn't be like that. But we get the necessary goal there in a second. The two goals there, of course, big goal there in the penalty killing. So that was a big one. And we have a little bit problems in the second period. But the third one, after except the penalty killing, then it was pretty much under control. For yourself, giving the comeback on the bench, give us your personal feelings after the game. Yeah, of course, I was delighted to get the 3 points. It's still a big game, and the first one always. And I get a lot of emotions there before the game, and seeing their little goosebumps going on the body, and almost tears on the eyes. And okay, now it's starting. And of course, because of the crowd too, so getting the feeling. And I think boys really love it, that one too. Thank you very much, Antti. Thank you. Okay. Ja, es war ein emotionaler Abend für ihn. Er hatte fast einmal Tränen in den Augen gehabt, als er gemerkt hat, hey, ich bin wieder da, es geht wieder los, die Fans sind wieder da. Wir können das Hockey wieder so erleben, den Antti Törmänen, der zurück ist und das auch so analysiert hat, wie unsere Experten, was heute Abend passiert ist bei Aschua gegen Biel, 1-3, also da das Endergebnis. Wechseln wir zum anderen Spiel, gehen wir nach Zug und da hat man den EV Zug gesehen, wo der Champions Hockey League schon ziemlich Gas geholt hat und nach 1:48 in Führung gegangen ist. Sven? Ja, man probiert die Scheiben reinzudampen von der Woser Sicht. Zug frisst die Scheiben sehr schnell ab und super Transition bringen. Schieben sehr gut aufs Goal und nachher dann der Suri, der neu von Lugano kam, ist auf Pass vom Schlumpf sehr schön abgelenkt. Es geht schnell bei Zug. Klassisch auf der Rush, haben wir heute auch schon gehabt. Oder? Yes. Sehr schnell über die blaue Linie und dann sofort den Abschluss suchen. Das war ein ganz gutes Goal aus Zuger Sicht. Ja. Und Zug ist Nummer 1 die letzte in der ganzen Liga, off the rush. Ja. Also es ist nicht einfach so, dass es Zufall ist, sondern die können. Das geht auch mit dem Suri, der Rückkehr, der gekommen ist und weiss, wie das gespielt wird. Und natürlich ein spezieller Moment für ihn, dass er das erste Zuckergoal von dieser Saison können schiessen. Ja, Reto Suri, Sie haben gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit, Ihre Rückkehr zum EV Zug. Allzu viel Anlaufzeit haben Sie nicht gebraucht. Im zweiten Shift hat es schon gescheppert. Also Einstand nach Mass, würde ich sagen. Ja, ist klar. So erträumt man sich natürlich. Aber ich konnte profitieren. Es war ein guter Wechsel schon. Wir hatten Druck aufgesetzt. Und Dominik Schlumpf springt die Scheibe sauber zur Mitte. Ich kann sie ablenken und das nötige Glück auf meiner Seite heute. Am Schluss zum Best Player gewählt worden, Sprechchör von der Ränge, eine fast volle Bossart Arena. Etwa so haben sie sich wahrscheinlich das erträumt. Ja, das ist so. Aber im Sport ist irgendwo nichts planbar. Ich glaube, es hätten viele die Auszeichnung heute verdient. Wir haben sehr viele Sachen richtig gemacht. Wir haben einander unterstützt. Wir sind füreinander gegangen. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben uns auch nach diesen zwei Gegengolen wieder gefangen. Wir können antworten. Und ich glaube, auf diese Sachen gilt es aufzubauen. Das war Ihr bester Dank und herzliche Gratulation. Ja, der Reto Suri, einer, den wir bestens kennen in der Liga, jetzt also wieder beim EV Zug. Und bei den anderen Goals, die wir anschauen in diesem Match, da richten wir den Fokus auf neue Spieler, neue Ausländer, die getroffen haben. Zum Beispiel der Niklas Hansson für Zug. Ja, Zug, der mit dem Bachhofen einen guten Druck aufs Goal macht, die Scheibe nachher dann zurück ins Lot bringt. Ja, und dann ist er halt dort neu mal, oder? Ein Ridey kann sehr gut schiessen und beweist es da zum ersten Mal auf National League Level. Fang und hoch, ein bisschen schneller als der Senn. Reagieren, ja. Das war schon das 3-0 für das Zug. Der Foss ist nochmal angekommen bis auf 3-2. Das ist die nächste Szene, die wir anschauen. Der Bromi. Geht sehr gut auf das Goal. Guter Zug, auf den Rush-Goal. Sehr, sehr schnell umgestellt. Sehr guter Zug aufs Goal. Was, glaube hier entscheidend war, das zweite Goal für Davos ist innerhalb von knapp 50 Sekunden nach dem Anschlusstreffer gefallen. Man hat das Gefühl, mit dem 3-0 ist es eigentlich fertig. Und hier ist es plötzlich noch mal spannend geworden. Aber Zug können reagieren.
Gut, da sicher ein bisschen glückliches Goal. Schlumpf, wenn ich es richtig sehe, bringt Schieber wieder richtig Goal. Der andere, der dort gut ablenkt, vor dem Goal nachsetzt, sicher ein bisschen unglücklich da für den Schilsen. Irgendwie kugeln sie dann noch rein. Aber ja, die Top-Players, die wissen einfach ein bisschen, wo anstehen, oder? Wo die gefährlichen Areas sind. Darum sind sie gut bezahlt, oder? Und er hat das da der KHL mehrfach unter Beweis gestellt in den letzten paar Jahren. Also, er weiß schon, wo Kisten steht. Anton Lander, das sind halt schon die Jungs, die Qualitäten mitbringen, he? Wo man NHL gespielt hat, KHL gespielt hat. Ja, ich glaube, der Herr Klee hat ja die Hausaufgaben gut gemacht, oder? Er ist ja bekannt, dass er sehr akribisch schafft und das gut macht und nicht einfach, sagen wir mal, kauft, was er gekauft hat, sondern wirklich schaut, was braucht Mannschaft. Und ich glaube, er hat da wieder ein sehr gutes Handling gehabt. Schweden Power. Ja, du darfst auch nicht vergessen, sie spielen mit 5. He? Das ist jetzt eben auch die Folge davon, dass der Gregory Hoffmann in der NHL ist. 5 Ausländer. Ich würde mal meinen, das sind 5 Hubraum-Ausländer. Und das merkst du halt schon. Darum habe ich das Gefühl, dass Zug mit dieser Mannschaft, Rückkehr Suri, nachher der Kreis dazu und die haben ihre Abgänge ganz sicher kompensiert. Und darum bin ich eigentlich einer von denen, der in der Saisonprognose gesagt hat, ja, Zug gehört einfach auf die vordersten Positionen. So wie wir das angeschaut haben, Anfang der Saison, die ganz oben in der Tabelle. Und dort haben wir auch noch ZSC Lions gehabt. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das heute Abend losgegangen ist für sie. Im Hallenstadion, ja, mit einer umstrittenen Szene ist es losgegangen. Da schiesst Servet nämlich das Führungsgoal im Powerplay. Boom, Dine, super rausgespielt, so wie wir das von Genf gesehen in der letzten Saison. Die haben ja Zürich dort auch schon abgetrocknet gehabt. Aber Achtung, der Ricard Grönborg und seine Kollegen haben die Challenge genommen. Und so ist man schauen. Offside, ja oder nein? Das ist die entscheidende Szene hier. Jetzt sieht man sehr schön, der Scheibe war klar draussen. Schon gut, wie der Spieler sofort angezeigt und guter Call gewesen. Darum war es absolut ein korrekter Entscheid gewesen. Ich glaube, das ist für Zürich sehr wichtig gewesen, dass das Goal nicht gezählt hat, weil sie sind nicht recht in die Gang gekommen, lange nicht in die Gang gekommen heute Abend. Und Genf hat eigentlich auf das gewartet, dass einer reingeht und da wäre er gewesen. Und ja, ist dann ein bisschen anders gekommen. Ja, prompt hat es gekippt, weil das haben wir gesehen, heutigen Abend alle Teams haben gewonnen, die das erste Goal können schiessen. Und so ist dann eben der Zeck, der getroffen hat mit Simon Bodemann. Im Powerplay. Also, ich lasse die Scheibe sehr, sehr gut laufen. Nachher dann einen satten Schuss von oben Gehring. Gut abgelenkt, guter Tipp von Bodemann vor dem Goal. Ich glaube, ein ZSC Powerplay scheint irgendwie nicht so schlecht zu laufen. Das hat schon recht eingespielt ausgesehen und schön, wenn er dann noch ablenkt. Ja. Ja, dann ist der Sieg gegeben. Die Zürcher sind dann ja, klar in Führung gelegen und so hat dann Genf eigentlich nur noch deren Goal geschossen, aber dafür mit prominenten Leuten. Valtteri Filppula, 37, 1222 NHL-Spiel und jetzt trifft so einer der National League. Das war ein super Move individuell. Oder? Und ich meine, wir müssen schon sehen, er ist ein Mann, der jahrelang NHL gespielt hat, über 1000 Spiele. Und über diese 1000 Spiele ein Punkteschnitt von einem halben Punkt pro Match in der NHL durchgezogen hat. Und zwar von der ersten bis zur letzten Saison. Und dass der Mann etwas kann, ist klar. Die Frage ist einfach, ob er so viel Eiszeit kann. Soll haben, wie es der Omar oder Fair letztes Jahr hatte. Ich glaube, das wird eine Kernfrage sein, ja, wie viel er Genf bringen kann. Aber dass er finde ich noch spannend, die Frage immer wegen dem Alter. Das kann ich schon verstehen, aber dann kannst du ja nicht mit einem Fair oder mit einem Winning vergleichen, weil der 1222 NHL-Spiel hat, oder nicht? Er hat doch andere Qualitäten, die so viel grösser sind. Ja, ich glaube, dass er es noch richten kann. Er hat sicher sehr gute Qualität, aber ich glaube, was ich mich eher fragen will, ist, kannst du ein Team aufbauen mit so Jungs, oder? Wenn du eigentlich weißt, ja, irgendwann kommt die Cliff, oder, wo es einfach runtergeht. Und ich habe das Gefühl, ich würde jetzt eher probieren, in eine Richtung zu gehen, wo ich halt ein bisschen jüngere Ausländer würde holen, wo ich weiss, wenn der gut spielt, dann bleibt der auch ein Zeit. Weil jetzt ist es so, du bist eigentlich jedes Jahr bist wieder am Umsäckeln, musst wieder neu suchen und es entsteht einfach kein Kern, oder? Wegen Filppula würde ich ja einen Match schauen. Ja, klar. Wenn ich den Namen gesagt habe, den er schon den Böck gekriegt hat, das ja, ist aber, ja auch noch ja, cool. Ja, aber bei Genf sieht es so aus, es muss 35 sein, was eine Position bekommst. Als Ausländer, oder? Und als Ausländer, ja. Als Ausländer. Muss ein bisschen Lanze brechen. Ja, weil Genf sonst mit den Schweizer Spielern machen sie schon recht Umbruch. Unter dem Memon sind die Jungen schon zum Zug gekommen. Sie entwickeln schon junge Spieler. Nein, aber ich glaube auch gerade in Bezug auf nächste Saison, oder, wo man dann sieht, es kommen 6 Ausländer.
Und die Ausländerfraktion hat eigentlich wie einen grösseren Stellenwert neu. Und dann ist es natürlich nicht von Vorteil, wenn jedes Mal alles umbrechen muss. Ja. Wenn jedes Mal ein Drittel der Mannschaft sagen muss, sorry, sind wieder alle 37, müssen wieder die Koffer packen oder ins Altersheim. Das weiss nicht. Dann wird es schwierig. Ja, so jetzt nicht gelangt. Für Genf Servette heute Abend im Hallenstadion Zürcher holt sich den Sieg, den ersten wichtigen Sieg in der Saison. Wir hören, was Simon Bodemann im Interview gesagt hat. Simon Bodemann, Ihnen ist der Auftakt geglückt. Sie waren Torschütze, cooler Scorer. Aber etwas war vor allem cool, nehme ich an. Es hat wieder Leute rundherum. Ja, sehr cool. Ja. Fast 7000 Leute. Ich glaube, der dritte Rang war voll. Die haben eine Stimmung gemacht. Richtig, richtig cool. Ja. Es ist vieles neu beim ZSC. Sie haben einen neuen Mitspieler, den Justin Acevedo. Wie haben Sie ihn gesehen? Heute Abend, oder? Heute Abend, ja. Ja, wie er sich eingelebt hat, eigentlich schon von Anfang an. Er macht mega smarte Plays. Findet Krüger und mich wirklich super Spots, super Abschlussmöglichkeiten. Und ja, bis jetzt haben wir uns sehr gut ergänzt. Der Sportchef hat sich noch ein bisschen mehr Energie gewünscht von denen, die gekommen sind. Ist das etwas, was Sie jetzt schon wahrnehmen? Jetzt sind wir zwar erst 60 Minuten, aber ist das schon ein bisschen rauszuspüren? Ja, ich meine, wir haben jetzt mega tief im Team. Ich glaube, das kann man schon sagen. Wir haben vier super Linien, wo wir den Gegner auch unter Druck setzen können. Ich glaube, das haben wir heute, vor allem am Anfang des Matches, sehr gut umgesetzt. Und ja, ich glaube, das sieht man schon. Ja. Danke vielmals. Oh ja, eine mega Tiefe im Team. Man kann man definitiv sagen, bei der ZSC Lenz haben wir heute auch schon angesprochen. Über Regeln haben wir aber auch geredet. Und da hat es eben auch im Hallenstadion eine spannende Szene gegeben, die Nadir Mandioni, unser Schiedsrichter-Experte, konnte beobachten. Da haben wir noch mal so ein Trapez gehabt. Beim Hauptspiel hat es die Szene. Und eben auch im Hallenstadion. Und die Szene mit dem Gauthier Deklu. Nadir, kannst du uns die Regeln gerade noch mal erklären, die neu? Ja, genau. Also da sieht man eigentlich 6 Minuten vor Schluss, wo der Deklu rauskommt. Und maßgebend da war eben, dass er sich hinter der verlängerten Torlinie berührt hat. Schieben. Hätte es vorher gemacht, hätte das Timing gestimmt, wäre es okay gewesen. Aber eben, man sieht, es sind 15 cm zu viel hinter der Linie. Und das gibt eben ab dieser Saison Spielverzögerung 2 Minuten. Und das ist natürlich ärgerlich. Eben Konzentration 6 Minuten vor Schluss. Man muss vielleicht auch sagen, dass Deklu heute einiges mehr Arbeit hatte. Er hat ein Drittel mehr Schüsse müssen abwehren. Es waren 45 Schüsse auf ihn. Und das noch vielleicht als Ausrede. Aber von dem her, ja, es ist eine neue Regel und die hat er jetzt schmerzhaft lernen. Da hat er keine Strafe kassiert wegen dem. Danke vielmals, Nadir. Aber er hat sofort gemerkt, er ist hintergelehnt, hat sich entschuldigt bei den Kollegen. Ja, die Goalie, die viel mitspielen, die müssen jetzt das irgendwie in den Griff kriegen, dass das eben nicht mehr passiert. Verlassen wir den Match, gehen wir zum Match Bern gegen Fribourg-Gottéron. Und da ist heute Abend oder in diesem Stadion ist das erste Goal gefallen von der National League Saison. 43 Sekunden, David Dernay. Ja, er leitet eigentlich den Play mit einem sehr smarten Dump hinter der Verteidigung und nach einem sehr, sehr cleveren Pass von Brodin, der dort vor dem Beat Gerber an der Scheibe ist, das 1-1 kann gewinnen und dann wieder zurück auf die Kiste spielt, also sensationell gespielt. Freiburg hat überhaupt sehr gut angefangen in diesem Match, ist 2-0 in Führung gegangen. Die konnten eben auch den Rhythmus mitnehmen, wahrscheinlich aus der Champions Hockey League. Und dann ist es auch da zu einer spannenden Szene gekommen, die man im Video x-mal angeschaut hat. Also irgendwie ein riesen Save von Berra, Goal oder nicht Goal, das ist die Frage. Da brauchen wir alle Perspektiven, um das zu sehen. Es wäre 1-2 gewesen. Also der Save ist ja grandios, oder? Wirklich, wenn er den noch holt. Ja, man sieht hier mit dieser Einstellung, wie unglaublich schnell das geht. Oder? Und jetzt hier ohne Videobilder, aus Slows, aus Standbilder, wäre das unmöglich, die Situation zu beurteilen. Für mich war das ein Millimeter-Entscheid. Es würde mich noch überraschen, ob sie sagen, es ist klar nicht hinter der Linie oder ob sie sagen, es ist vielleicht inconclusive, weil so der Daumen von Vera seiner Hand spielt noch ein bisschen eine Rolle. Aber sehr wahrscheinlich ist es schon richtig. Die Hinterlinie wäre dazu da, um, wenn der Böck die berührt, zu wissen, dass er sicher über die Vorderlinie ist. Aber weil ja halt die Torkamera nicht exakt über der Linie sind, und hat man es gesehen, er berührt ja wie beide Linien gefühlt. Also man hätte es nicht entscheiden, oder? Ja, und er hat wahrscheinlich auch noch die grössten handgefallenen Goalies in der Liga. Jedem anderen hätte man es jetzt besser gesehen. Ja. Er hat den Stocken weggeworfen, damit er mit dem Stockhändchen den Böck noch fischen. Klasse gemacht vom Reto Berra. Und Bern ist dann gleich auf 2-2, aber das hat Fribourg nicht beunruhigt. Und dann kommen sie zu dem kuriosen Goal, der Sandro Schmid. Ja,
bitter, sage ich jetzt mal. Oder? Das wird sicher nicht passieren. Der Bütter, ich weiss es logischerweise, hat wahrscheinlich schon damit gerechnet, was er hinter dem Goal durchgeht. Der Schmied bringt aber dort alle Bisse auf, die er hat, und spielt sie noch irgendwie via Goalie an. Absolut gewollt, natürlich. Und ja, das Goalie sieht nicht alt aus, aber es passiert. Mhm. 2-4 und dann noch das Anschlussgoal. Und ja, da sehen wir einen Mann, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, jubeln. Beim SCB. Einer, der für seine Kämpferqualitäten bekannt ist. Mit dem 41. Jetzt kommt er Pöck, der Gregory Scharoni. Ich denke, dass Leute wie er Goal schiessen, das wird für SCB sehr, sehr wegweisend sein, diese Saison. Weil die Mannschaft hat 7 Top-Stürmer. Sie haben mindestens 3 Top-Verteidiger, die wirklich zur Hubraum-Klasse gehören in dieser Liga. Aber dann haben sie einfach ganz viele Spieler, die irgendwo schon nicht ganz die gleiche Kragenweite haben. Und mit den 10 allein wird Bern nicht gewinnen können. Darum habe ich das Gefühl, dass gerade solche Spieler, wenn die früh aufs Scoreboard kommen und früh ihr Goal geschossen haben, das könnte für Bern sehr wichtig sein, ob man jetzt heute gewonnen hat oder nicht. Oder? Ja, gekämpft haben sie auf jeden Fall. Der Mann vom Spiel, muss man aber schon sagen, wenn man das aus neutraler Sicht angeschaut hat, ist aber nicht ein Berner gewesen, sondern ist einfach der Reto Bär. Zum einen wegen dem Safe, dann aber auch wegen dem. Habt ihr das schon mal gesehen, dass ein Goalie der Schoner verliert? Uli, du hast ja schon alles gesehen im Hockey. Und das? Aber das nicht. Effektiv noch nie gesehen. Ich glaube, der Schlittschuh vom Dearne verhackt sich irgendwo oben im Schoner. Und dann versucht er sich zu lösen, der Beran. Und dann rupft sie ihm den ganzen Schoner weg. Das ist ein Klett halt, oder? Früher hat man ja das halt noch richtig montiert, oder? Da hätte das nicht passieren können. Das ist hobbymässig da. Ja, also. Wenn der Bauer rausgibt, muss schon, nicht ungefährlich. Stell mir sich vor, die freie Scheibe kommt rein und macht eine Direktabnahme. Also, die Scheibe hätte ich so nicht blocken. Nein, nicht wirklich. Absolut. Und dann hat er auch noch einen Assist gespielt. Wie wenn nicht schon genug Beran-Programm gewesen am heutigen Abend, spielt er noch diesen Pass zum Goal. Ins leere Goal, das dann da alles klar gemacht hat im Spiel. Also den wollen wir jetzt hören. Der Goalie von Fribourg Gotte, der Reto Bera. Reto Bera, hat es das schon mal gegeben, dass ihr bei der Parade den Beinschoner verloren habt? Nein, noch nie. Aber ja, die Schoner sind halt heutzutage mit so Kleber und nicht mehr so wie früher noch die Lederriemli. Und wenn es dann im letzten Drittel und nass ist und einer hängen bleibt, ja, dann hat es mir gerade alle 3 Bändel, die dort sind, gerade weggerupft. Und ja, es war recht kurios und ich bin froh, nachher, ja, ich meine, sie hatten nachher noch einen Schuss gehabt, und der ist irgendwo an und nachher hat der Schiri abgepfiffen. Von dem her, nein, habe ich noch nie erlebt. Solltet ihr eigentlich wieder die alten Schoner für ihn nehmen, oder? Ja, nein, dann sind sie eben wieder schwerer, ich bleibe bei denen. Ihr konntet heute auch noch Assist verbuchen beim 2-0. Jetzt seid ihr sogar einer der besten Scorer in der Mannschaft. Ja, ab dem 2-0, das weiss ich gar nicht. Ich habe eher nachher ins leere Goal einen Pass gespielt. Aber beim 2-0 auch, dann habe ich sogar 2 Punkte. Beim 2-0 hat es auch einen gegeben? Dann habe ich sogar 2 Punkte. Das ist sogar 2, ja? Ja, nein, das hat es noch nie gegeben im ersten Spiel, ja. Das wäre noch lustig, ja. Maske, Topscorer. Danke schön. Merci. Ja, schön, haben wir alles besprochen. Mit dem Reto Bera und auch von dem Hockey aber der National League, das sind die ersten 4 Spiele gewesen. Und da bin ich ja daheim, oder sie daheim, darum schaue ich jetzt in die Kamera und miteinander schauen wir jetzt die Ergebnisse an vom heutigen Abend. Von dem, was wir live gespielt gezeigt haben, Aschua verliert also gegen Biel mit 1-3, Bern verliert gegen Fribourg-Gottéron mit 3-6, ZSC Lions gehen 4-2 und der EV Zug gewinnt gegen den HCD mit 5-2 Tabellen. Die sparen wir uns jetzt neues noch an dieser Stelle. Die schauen wir dann noch genug an in dieser Saison. Ja, wir haben dann auch noch genug Programm, weil es cool ist. Ab heute gibt es jeden Tag Hockey auf MySports. Schon morgen geht es weiter mit National League. Lugano gegen Rapperswil-Jona Lakers. Dann haben wir Swiss League. Schottfond gegen Kloten am Donnerstag. Und wir haben Studio und ein Haufen Hockey-Programm am Freitag und am Samstag. Also da ist immer etwas dabei. Und der Hockeyabend, der ist bei MySports auch jetzt noch lange nicht fertig. Nein, jetzt gehen wir dann gerade über in Backcheck Talk. Das ist unser neues Format, weil es gibt nach so einem Hockeyabend und generell, wenn man das Hockey gerne hat, immer noch einen Haufen zu besprechen. Und wir werden immer wieder auch Gäste von außerhalb zuschalten in unserem Talk, wo wir hinterher liegen, in aller Gemütlichkeit und ja, verschiedene Hockey-Themen ansprechen. Zum Beispiel ist Aschua genug gross für die Liga. Und warum kommen eigentlich so viele Schweizer aus Nordamerika wieder zurück in die Liga? Und ist das gut für die Schweizer Hockey?
So Sachen besprechen wir in ein paar Augenblicken, wenn wir wieder live da sind auf MySports1.